So, einen wunderschönen guten Morgen zum Swiss Box Trading mit der Open Range Breakout. Es ist der 25. Mai und es ist 8:53 Uhr, 7 Minuten noch. Und wir blicken kurz auf den gestrigen Tag. Da haben wir beim zweiten Trade 1-2 haben wir den TP erreicht. Heute haben wir eine Trading Range, die etwas größer ist, und heute werden wir das Ganze ein wenig modifizieren. Wir werden eine etwas kleinere Range nehmen als die 64,8. Wir haben auch hier das neue Tool, das ich hier gerade auch live teste. Wir haben jetzt hier neu den sogenannten Up-Hedge-Button, dass man sofort hedgen kann, entweder mit Market oder Pending. Dazu gibt es dann separat noch ein Video. Also wir bereiten uns vor und ich nehme dann gleich, sagt dann auch die Range, die wir uns dann zur Brust nehmen. So, wir haben jetzt 8:55 Uhr und wäre jetzt die Range 64,8, und ich ziehe das Ganze jetzt ein wenig nach oben. Das kann man also bei dem Helper natürlich auch machen. Reduziere das Ganze auf einen Abstand hier oben links von 27,44, denn wir wollen den Impuls ja bei der Markteröffnung mitnehmen, und jetzt spielt es eigentlich dann auch keine große Rolle. Zu eng sollte man das nicht nehmen. Ich mache es heute mal mit 27,18 ist der Abstand hier. Wir versuchen hier den Ausbruch zu machen. Der Xetra um 9 Uhr wird wahrscheinlich mit einem Riesengap eröffnet von gestern den Schlusskurs, denn wir haben heute Morgen ja schon einiges gemacht. Insofern haben wir hier die Möglichkeit für den Ausbruch. Es sind jetzt noch 4 Minuten. Wir warten noch ein wenig. So, 2 Minuten und 34, und ich gehe hier auf an, und die Orders sind jetzt platziert. Wir haben jetzt diese kleine Box hier als Ausbruch und wir schauen dann gleich bei der Markteröffnung. Ich ziehe den Helper mal hier zur Seite und melde mich dann gleich nochmal. So, es ist 9:01 Uhr und wir sehen, die blaue Kerze ist jetzt hier an unserer verkürzten Box. Haben wir jetzt Short gegangen, haben eine Range von 27,18, also ein Trade außer der Reihe. Und wir liegen jetzt knapp 10 Punkte vorne. So, es fehlen jetzt nur noch 0,3, 0,8, 0,9, und sollte gleich sind wir raus. Ja, ziert sich noch ein wenig. So, wir sind draußen. Ich zeige mir gleich mal den Trade hier ein. So, wir haben jetzt hier den Trade eingezeichnet und sehen, wir haben hier den Trade nach Hause gebracht und wir sind immer noch in der offiziellen Box. Wir haben das heute jetzt nur angeglichen. Ja, weil wir eigentlich schon 64,8 ist, und die Idee letztendlich, das Tief und Hoch abzumelden, ist ein Bereich. Aber wir wollen ja den Impuls zur Markteröffnung nutzen. Ja, und dann spielt es auch beim Swiss Box Trading eigentlich keine große Rolle, wie die Range, dass wir dann oben eingeben. Deswegen haben wir heute uns auf diesen Bereich auf 27 Punkte, und wir sind innerhalb der Box rausgekommen, haben den Ausbruch gemacht und haben den Trade so mit nach Hause genommen. Gut, dann wünsche ich euch allen heute noch schöne Trades. Wir hören uns dann morgen wieder.